Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video meiner College of Wizardry Nibelungenreihe. Dieses Mal geht es um Regeln und Infos zum Spiel selbst, sprich nicht für das Lab in Time, sondern einfach für die Rahmenbedingungen des Spiels. Ich denke, ich fange damit an, dass ich die Frage kläre, wie ist das mit Essen und Schlafen und muss man irgendwas mitbringen? Gegessen und geschlafen wird im Schloss. Das Ganze findet ja auf Schloss Klitschko statt und da wird sowohl gegessen, zu festen Mahlzeiten wohlgemerkt, dreimal täglich. Die Zeiten sind fest vorgegeben und zu denen finden wir uns in der großen Halle zusammen und werden dort essen. Geschlafen wird ebenfalls im Schloss in 2 bis 3 Bettzimmern. Je nachdem, ob man ein Zwei-Bettzimmer gebucht hat oder nicht, sollte man das nicht getan haben, sondern nur eine einzelne Karte gekauft haben, wird man wahrscheinlich mit ein bis zwei anderen Leuten zusammen in ein Zimmer gesteckt. Wenn ihr mit besonderen Leuten in ein Zimmer zusammen wollt, weil ihr werdet ja vorher auch schon Kontakt bekommen und euch mit den ein oder anderen Leuten austauschen, dann könnt ihr das in dem Charakterfragebogen angeben und dann wird euch wahrscheinlich gestattet werden, mit denjenigen in einem Zimmer zu sein. Ich habe mit meinem Freund zusammen jetzt ein Zweibettzimmer gebucht, das nannte sich Privatkemenate. Das heißt, wir werden ein Zweibettzimmer haben. Es gibt Räume, die nicht bespielbar sind. Das bedeutet, da wird ein Zeichen an der Wand hängen, beziehungsweise vorne an der Tür hängen, wo dann auch gezeigt wird, dass diese Räume nicht im Spiel sind, beziehungsweise dass die nicht zum Spiel dazugehören. Will heißen, die darf man dann im Spiel auch nicht betreten. Beziehungsweise, wenn man sie betritt, ist man nicht mehr im Spiel. Das kann man tatsächlich auch mit, ich suche gerade das Zeichen raus, deswegen muss ich hier so ein bisschen nebenher was machen. Man kann dieses Schild tatsächlich auch an seinen Schlafgemach, an sein Zimmer anbringen lassen, um dann anderen zu zeigen, dass, wenn man in diesem Zimmer ist, bitte nicht gespielt werden soll. Sprich, wenn man in seinem Zimmer gerne seine Ruhe haben möchte. Das werden wir zum Beispiel auch tun, weil wir sind nun mal Lab-Anfänger und wir wissen noch nicht, wie genau wir darauf reagieren. Wenn wir mal einen Rückzugsort brauchen, wollen wir das gerne in unserem Zimmer haben und deswegen wird dieses Schild wahrscheinlich auch, also wir möchten zumindest, dass dieses Schild dann auch in unserem Zimmer angebracht wird. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist das Zeichen, dass da ist dann so ein Schloss und da steht dann drunter, dieser Raum ist nicht im Spiel. Bedeutet, dass da dann auch quasi die Charaktere nicht rein sollten. Wenn wir jetzt jemanden haben, den wir außerhalb des Labs gerne mit im Zimmer hätten, ist das überhaupt kein Problem, aber dieser Raum sollte nicht bespielt werden. Normalerweise ist man ab einer bestimmten Zeit, Donnerstagabend, komplett in Character. Für alle, die noch nie was von Lab gehört haben, IT, OT sind Begriffe, die im Lab sehr oft verwendet werden. IT bedeutet in time, OT out time. Ist im Prinzip nichts anderes wie, sobald IT gesagt wird, seid ihr eure Rolle. Ihr seid nicht mehr ihr selbst, sondern ihr übernehmt diesen Charakter und ihr seid jetzt dieser Charakter. Zu jeder Zeit, jede Minute, jede Sekunde, den ganzen Tag. Es sei denn, wie gesagt, ihr geht in solche Räume rein, wo dann zum Beispiel dieses Schild davor ist. Das gilt aber, glaube ich, erstmal nur für Schlafräume. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Raum, der zum Schloss gehört und den wir nicht betreten dürfen. Dementsprechend wird da wahrscheinlich auch so ein Schild davor sein. Aber ansonsten befindet man sich die ganze Zeit über im Spiel, heißt auch im Charakter. Zu keiner Zeit ist man außerhalb seines Charakters oder man selbst. Man ist einfach der Charakter, den man verkörpert. Es sei denn natürlich, es treten irgendwelche Notfälle auf oder es ist irgendwas, was ganz Dringendes, was ganz Schlimmes, das ihr irgendwie mit einer Orga besprechen müsst oder so, dann natürlich gilt das nicht. Das ist aber eigentlich auch, sollte selbstverständlich sein. Es gibt insgesamt pro Tag 6 Unterrichtsstunden für die für Primaner, Sekundaner und Tertianer getrennt sozusagen unterrichtet werden, also für die 3 Jahrgänge getrennt unterrichtet werden. Es gibt insgesamt 18 verschiedene Fächer am Nimbus. Da werde ich aber auch nochmal gesondert drauf eingehen, denn diese Fächer möchte ich gerne in einem Einzelvideo nochmal genauer erläutern. Es gibt auch natürlich eine ganze Menge Regeln, an die sich zu halten ist. Es gibt Regeln, die sind fürs Inplay gedacht, die dann als Charakter
dann befolgt werden müssten, die für die Schule und für das Play innerhalb sozusagen gelten. Und es gibt natürlich auch Regeln, die für außerhalb des Plays gelten, die dann jederzeit eingehalten werden müssen, natürlich. Egal, ob man jetzt in Character ist oder nicht. Es gibt einfach gewisse Sicherheitsregeln, die eingehalten werden müssen. Dementsprechend, ne, gilt das die ganze Zeit über. Zwei der speziellen Regeln, die fürs In-Play gelten, habe ich tatsächlich in einem früheren Video schon mal kurz angeschnitten. Aber ich würde hier ganz gerne noch mal etwas genauer darauf eingehen. Ich glaube, das wird ein ziemlich langes Video und meine Kamera rastet schon wieder aus. Zwei relativ wichtige Ouch-Regeln fürs In-Play sind folgende. Erstens. Wenn du angespielt wirst, zeige irgendeine plausible Reaktion. Spiel irgendwas, egal was, aber spiel. Bedeutet, ihr seid die ganze Zeit in Character, ihr seid die ganze Zeit in der LARP-Welt. Ihr spielt in dieser Welt euer eigenes Rollenspiel. Und wenn euch irgendwer anspricht, er spricht ja nicht euch direkt an, er spricht euren Charakter an, den ihr verkörpert, dann reagiert irgendwie, macht irgendwas. Aber ich meine, ich persönlich als Lab-Neuling habe da auch so ein bisschen so ein bisschen Muffensausen, wenn ich daran denke, dass ich da dann jetzt wirklich komplett ins Lab reingeschmissen werde über ein ganzes Wochenende. Wenn ich irgendwann mal Situationen habe, mit denen ich persönlich als Mensch nicht klarkommen würde, weiß ich nicht, ob ich dann wirklich auch in meiner Charakterrolle bleiben könnte. Aber das ist sowas, was man sich immer wieder vor Augen halten müssen muss auch. Ihr seid nicht ihr selbst, ihr seid euer Charakter. Handelt dementsprechend. Handelt, wie euer Charakter handeln würde. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht, wie mein Charakter handeln würde, da ich noch keinen Charakter zugewiesen bekommen habe. Aber wenn ihr angespielt werdet, dann zeigt irgendeine Reaktion. Es ist vollkommen egal, wie unlogisch diese Reaktion ist, aber irgendwie müsst ihr reagieren. Ihr könnt nicht einfach nur dastehen wie eine Ölgötze und dann irgendwie vor euch hingucken. Also irgendeine Reaktion muss von euch kommen. Die zweite Regel baut im Prinzip ein bisschen auf der ersten auf. Und zwar, wenn du jemanden anspielst, dann erwarte keine bestimmte Reaktion. Jeder reagiert anders. Und wenn derjenige nicht so reagiert, wie du es dir zurechtgelegt hast, dann ist das in Ordnung. Man kann hier keine Reaktionen erzwingen. Das ist immer das Problem, was ich auch gerade beim geschriebenen RPG hin und wieder schon mal hatte, dass ich reagiert habe auf einen Post von jemandem und dann kam aber irgendwie als Antwort so, oh, ich habe jetzt aber eigentlich gedacht, du würdest so und so reagieren. Und dann denke ich mir immer, Leute, ihr könnt mir nicht vorsagen, wie ich reagieren soll. Dann ist es kein RPG mehr. Dann ist es eine Geschichte, die ihr erzählt. Aber das hier ist was Interaktives. Jeder spielt mit und jeder hat seine Rolle und jeder gestaltet dieses Play mit. Das bedeutet, wenn du irgendwen anspielst und die Reaktion kommt nicht so, wie du sie erwartet hast, ist das doch umso spannender. Dann reagierst du halt anders darauf. Und genau das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, dass es nun mal eine LARP-Veranstaltung ist, in der quasi 150 bis 200 Menschen jeweils Autoren einer großen Geschichte sind. Und jeweils kleinere Geschichten entwickeln sich dann daraus, dass aus solchen Plays dass auf solche Plays reagiert wird. Und das finde ich halt auch irgendwie das Spannende mit daran, was mir dann so ein bisschen das Muffensausen von der ersten Regel wieder ein bisschen wegnimmt. Und jetzt habe ich vollkommen lange gelabert wegen diesen zwei Regeln, es tut mir sehr leid. Ein genauer Zeitplan des Plays ist hier auch vorhanden. Jetzt muss ich den natürlich noch einmal raussuchen, weil ich jetzt gerade hier die Seite geändert habe. Hier. Das hier ist ein Zeitplan des Plays, beziehungsweise des gesamten Wochenendes. Vor Spielbeginn wird ungefähr um 15 Uhr der Check-in, beziehungsweise die Busankunft am Schloss Klitschko sein. Man kann sich ab Berlin in einen Bus setzen, der einen dann direkt zum Schloss führt. Man kann natürlich aber auch selber zum Schloss hinfahren. Da das aber in Polen liegt, wäre das eine relativ lange Fahrt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir machen würden. In erster Linie fände ich es relativ cool, wenn wir den Bus nehmen würden, denn im Bus kann man natürlich auch schon mal die Leute kennenlernen. Es ist eine relativ lange Fahrt, man kann sich mit denen austauschen, man kann sich kennenlernen, man kann Freundschaften schließen. Das ist eigentlich was, was ich ziemlich cool finde. Und ja, der Nachmittag bzw. Abend ist dann gefüllt mit Orga-Einweisungen, mit Workshops, mit Dingen, die euch erklärt werden. Es wird natürlich viel, viel, viel auch gezeigt und erklärt, was rund um dieses Schloss und rund um das Lab passiert. Es wird wahrscheinlich auch sowas wie Zauberworkshops geben, wo euch dann erklärt wird, wie gezaubert wird und wie das Ganze funktionieren wird.
Dann, je nachdem, was für eine Rolle ihr habt, ob ihr Primaner oder Sekundaner oder Tertianer seid oder irgendwelche Kollegiumsrollen habt, werdet ihr dann nochmal in andere Gruppen eingeteilt und dann geht es weiter. Dann werden euch nochmal andere Dinge gezeigt. Die Phase 1 klingt wie so ein Mission Impossible. Phase 1 eingeleitet. Gut, Phase 1, das Lab beginnt um 21 Uhr Donnerstagabend schon. Das muss man sich auch ein bisschen vor Augen halten, dass es wirklich Schlag auf Schlag dann losgeht. Sobald ihr da ankommt, kriegt ihr eure Sachen, kriegt ihr Workshops, werdet ihr eingewiesen und dann geht's los. Um 21 Uhr beginnt das Lab. Die Studierenden werden am Nimbus willkommen geheißen. Es gibt ein Eröffnungsabendessen, das, soweit ich weiß, aber auch schon in Character stattfindet. Ne? Dann Primaner lernen die Regeln der Schule kennen, Sekundaner und Tertianer Facebook treffen sich in den Hausgängen. Studierende freie Zeit. Das ist noch was ganz Interessantes eigentlich. Und zwar, ihr tragt zu jeder Zeit in diesem Lab eine Robe. Ihr bekommt eine Robe zur Verfügung gestellt von denen, eine Hauskrawatte in euren, also eine Krawatte in euren Hausfarben und ein Lehrbuch. Das kann ich euch hier oben, glaube ich, irgendwo auch nochmal zeigen. Da, genau. Tada! Das hier ist jetzt orange, das ist jetzt nur so beispielhaft gesagt. Einen Zauberstab müsst ihr selber mitbringen. Aber nur wenn der Spielplan Studierende freie Zeit zeigt, dann dürft ihr die Robe ablegen. Zu allen anderen Zeiten müsst ihr die Schulrobe tragen. Es gibt sie in den Größen S bis XXL. Da ist dann hoffentlich wirklich für jede Größe was dabei. Ich werde wahrscheinlich S brauchen, wie immer. Und ja, je nachdem, in welches Haus ihr kommt, werdet ihr dann natürlich auch die Hauskrawatten erhalten und ein Lehrbuch. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was in diesem Lehrbuch drinsteht. Ich werde wahrscheinlich die ganze Nacht erstmal da sitzen und lesen. Oh mein Gott, das ist so spannend. Neben dieser Robe solltet ihr natürlich auch noch einige Sachen selber dabei haben. Ich werde das jetzt nochmal kurz wegmachen hier. So, da, genau. Es gibt in diesem Design-Dokument eine kleine Liste wichtiger Dinge, die ihr auf jeden Fall dabei haben solltet. Dazu gehört natürlich ein Zauberstab. Leute, das ist ein Zauberlab. Ohne einen Zauberstab werdet ihr nicht zaubern können. Das wäre definitiv ziemlich langweilig. Also sorgt dafür, dass ihr einen Zauberstab habt. Ich war am Überlegen, ob ich vielleicht einfach einen von meinen Harry Potter Zauberstäben nehme, aber das wäre ein bisschen fantasielos. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, die ich noch Zeit habe, einen eigenen Zauberstab basteln. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten versuche ich einen irgendwo zu kaufen. Es gibt ja genug Leute, die selber Zauberstäbe machen. Für alle, die definitiv noch einen Zauberstab suchen, werde ich euch unten in der Infobox einige Händler verlinken, die eigene Zauberstäbe machen, die ich persönlich ziemlich cool finde und die auch nicht so furchtbar teuer sind, dass sie euer Budget hundertprozentig sprengen sollten. Also schaut da ruhig mal vorbei. Gut, dann warme Kleidung. Definitiv sehr wichtig. Leute, es ist Februar und ihr befindet euch in Polen auf einem Schloss. Es kann sehr, sehr, sehr kalt sein, denn es ist Winter. Deswegen achtet darauf, dass ihr warme Kleidung dabei habt. Das sollte ich vielleicht auch selber beherzigen, denn ich habe nicht sehr viel warme Kleidung. Wayne. Papier, Notizbücher, Stifte, Federn etc. Alles für den Unterricht halt. Es ist jetzt auch in Ordnung, wenn ihr irgendwie ein Hello Kitty-Federmäppchen dabei habt, aber ich persönlich fände das eher seltsam. Ich möchte auch versuchen, dass ich tatsächlich eine richtige Schreibfeder bekomme. Ich habe tatsächlich eine, aber mit der kann ich nicht sehr schnell schreiben und kaum Notizen machen. Deswegen müsste ich vielleicht schauen, ob ich da noch irgendwo eine finde. Aber auf jeden Fall Dinge, die ihr für den Unterricht benutzen könnt. Es wird tatsächlich richtiger Unterricht sein. Ihr werdet da auch was lernen. Also, ich weiß nicht, ob es sowas wie Hausaufgaben gibt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also solltet ihr schon die richtigen Sachen dabei haben. Persönliche Dinge, Kulturbeutel, falls ihr Medikamente nehmen müsst, nehmt die auf jeden Fall auch mit, logischerweise. Shampoo etc. Also alles für die eigene Körperhygiene und Kram und so. Handtücher und Bettzeug werden zur Verfügung gestellt. Das müsst ihr nicht mitbringen. Und was ihr auf jeden Fall natürlich auch dabei haben müsst, ist ein Reisepass oder Personalausweis, damit ihr euch ausweisen könnt. Aber ich hoffe eigentlich auch, dass ihr den immer dabei habt. Gut, wie gesagt, Handtücher und Bettzeug werden zur Verfügung gestellt. Vollverpflegung wird zur Verfügung gestellt, sprich, ihr bekommt zu jeder Zeit, beziehungsweise ihr bekommt ja drei Mahlzeiten am Tag plus Getränke plus eigentlich alles. Das Einzige, was ihr mitbringen müsstet, wäre, falls ihr irgendwelche Snacks oder so ein Kram für zwischendurch haben möchtet. Da dürfen alkoholische und nicht alkoholische Getränke mitgebracht werden, das ist kein Problem.
Ja, und dann natürlich die Schulrobe, die Krawatte und das Lehrbuch werden natürlich auch zur Verfügung gestellt. Das hatte ich ja schon erwähnt. Nochmal kurz zur Robe. Die Robe wird natürlich zur Verfügung gestellt, aber das, was ihr drunter habt, ist natürlich euer eigenes Zeug. Ihr werdet eure eigenen Klamotten drunter tragen und da gibt es so die eine oder andere Richtlinie, was da so passen würde. Ich meine, das Kollegium sieht immer so ein bisschen crazy aus, vielleicht auch manchmal ein bisschen, ne, in bestimmten extravaganten Kleidungen. Aber ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich Punktabzüge für nicht passende Kleidung geben könnte. Also man sollte schon ein bisschen darauf achten, dass die Kleidung, die man unter den Schulroben trägt, auch ein bisschen dem Standard entspricht. Ich weiß nicht genau, was der Standard ist. Ich hoffe, ich habe so ein paar Sachen, die da drunter passen. Ich habe halt leider auch, ich habe kaum Oberteile, die keine Kapuze haben, weil ich bin ein Kapuzenmensch. Ich liebe Kapuzen einfach. Und deshalb weiß ich nicht, ob sich das so mit den Schulroben ein bisschen beißt. Ich werde wahrscheinlich nochmal eine Shoppingtour vor dem College of Wizardry machen, damit ich auch wirklich alles zusammenkriege. Dann nochmal ganz kurz ein paar Regeln zum Spiel selbst. Es gilt zu jeder Zeit, dass du nicht dein Charakter bist. Klar sollt ihr die ganze Zeit in Charakter sein. Das bedeutet, ihr stellt die ganze Zeit euren Charakter dar. Aber man muss sich auch ein bisschen vor Augen führen, dass ihr nicht für die Dinge, die euer Charakter tut, verantwortlich seid. Das sollte im besten Fall aber auch nicht ausgenutzt werden. Sprich, ihr solltet dann nicht irgendwie randalieren oder so ein Kram und dann sagen, hey, ist aber die Art meines Charakters. Nee, Leute, ich setze schon ein bisschen voraus, dass da irgendwo auch gesunder Menschenverstand mitspielt. Ne? So. Will heißen, du bist nicht dein Charakter. Sei so fies, so lahm, so arschig, wie du es möchtest, wie dein Charakter es gerne sein möchte. Wie dein Charakter es ist, sagen wir es mal besser so. Du kannst Feindschaften und Fehden ausleben, die du vielleicht als normaler Mensch gar nicht so haben würdest. Ich bin jetzt jemand, der eigentlich gar keine Feindschaften führt. Ich weiß es nicht. Jeder sollte zwischen dir und dem Charakter unterscheiden können. Beziehungen zwischen Charakteren enden, sobald die In-Play-Zeit endet. Will heißen, wenn du irgendwelche Feindschaften mit jemandem hast, aber es gerade nicht Spielzeit ist, die übrigens auch nachts ist, dann sind diese Fehden natürlich vergessen. Dann behandelt sich jeder gegenseitig wie Freunde, Kumpel, irgendwie so. Ne? Ihr versteht hoffentlich, was ich damit sagen will. Dann noch was ganz Wichtiges: Lass deinen Charakter versagen. Es ist nicht so, dass du und dein Charakter alles könnt. Ihr seid auf einer Schule, ihr lernt gerade noch. Und es ist kein Spiel, in dem man unbedingt etwas schaffen muss, in dem man unbedingt irgendwas gewinnen muss. Wenn ihr irgendwas habt, das euer Charakter nicht schaffen kann, dann lasst ihn das nicht schaffen. Das sorgt für eine Dynamik in diesem Spiel, wenn ihr auch Dinge habt, die ihr vielleicht mal nicht könnt. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, wenn ich jetzt tatsächlich so in die Technomantik-Richtung gehe, dann muss ich mir natürlich überlegen, ob ich es mit Pflanzen jetzt so habe. Ich meine, ich bin jemand, der es sowieso nicht mit Pflanzen hat. Wer meinen Kanal kennt, weiß das vielleicht auch schon. Von daher würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwann mal Kräuterkunde hätte oder irgendwo Pflanzen als Strafarbeit, pflegen müsste, dann würden die wahrscheinlich alle sterben, weil ich da einfach keine Ahnung von habe. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, falls es irgendwann zu Zaubererduellen kommen sollte, zwischen euch und einem Lehrer, warum auch immer das sein sollte, merkt euch, dass Lehrer immer gewinnen. Das ist automatisch so. Denn ihr könnt als Schüler einen Lehrer nicht besiegen. Das ist einfach rein vom Logischen her nicht möglich. Das heißt, sollte es irgendwann zu einem Duell mit einem Lehrer kommen, hat der automatisch die Oberhand und er würde es gewinnen. Das ist nun mal eine der Regeln in diesem Spiel. Was Zauberduelle zwischen Schülern angeht, die by the way, sowieso verboten sind, aber es gibt ja vielleicht auch Schüler, die das nicht so stört. Da ist das dann natürlich wieder was anderes. Da ist das dann eine Frage des Könnens. Aber das ist auf jeden Fall auch etwas, was ihr euch merken solltet. Lasst euren Charakter auch mal versagen. Wir scheitern voran, haben sie da so schön geschrieben. Gut, um das Ganze vielleicht noch mal zu versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Gegessen und geschlafen wird im Schloss. Nachts von 2 bis 7 Uhr ist nicht Spielzeit. Das bedeutet, damit die Leute halt auch mal ein bisschen Zeit zum Schlafen haben, ist ab 2 Uhr die IT-Zeit abgeschlossen. Das geht erst am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder los. Bedeutet, wenn ihr um 6 Uhr aufsteht, seid ihr auch noch nicht euer Charakter. Ihr habt noch Zeit, euch fertig zu machen und erst um 7 Uhr oder um 8 Uhr, wenn ihr zum Frühstück geht, meinetwegen auch, dann seid ihr erst wieder euer Charakter.
Es gibt Räume, die nicht bespielbar sind. Die werden mit Zeichen markiert werden. Das ist aber auch überhaupt kein Problem, besonders für Spieler wie uns, die das vielleicht auch in ihren eigenen Zimmern nicht möchten. Dann gibt es genaue Regeln, an die sich gehalten werden muss. Die In-Time-Regeln und die Out-Time-Regeln. Es gibt natürlich auch noch gewisse Sicherheitsregeln, sprich, man befindet sich in einem Schloss. Ich habe aber jetzt nicht für nötig, ich habe es nicht für nötig befunden, dass ich die jetzt nochmal erwähnen muss. Denn, ich meine, irgendwo sollte jeder dann auch darauf kommen, dass wenn man sich in einem echten Schloss befindet und es ziemlich gefährliche Stellen mit engen Gängen und steilen Treppen gibt, dass man da ein bisschen auf sich aufpasst, ist schon logisch. Und dass man nichts im Schloss beschädigen sollte, sollte meiner Meinung nach vielleicht auch klar sein. Aber vielleicht gehe ich darauf später auch nochmal ein. Dann eine Liste mit wichtigen Dingen, die ihr mitbringen solltet, findet ihr alles auch im Designdokument. Einen detaillierten Spielplan, einen Zeitplan findet ihr ebenfalls im Designdokument. Schaut euch das auch einfach nochmal an. Ich kann das jetzt natürlich alles hier nicht en Detail erklären. Das Video ist sowieso schon viel zu lang. Genau, Robe, Krawatte und Lehrbuch werden euch zur Verfügung gestellt. Zauberstab müsst ihr selbst dabei haben. Und dann natürlich die Regeln, sprich, die ich jetzt zuletzt nochmal erklärt habe, mit dem Versagen des Charakters und dass ihr euch die Beziehungen, die euer Charakter aufbaut, nicht ins reale Outtime-Leben mitbringen solltet. Genau. Okay, das waren massig Infos auf einmal. Es tut mir sehr leid. Ich habe das auch ein bisschen durcheinander erklärt, teilweise, glaube ich. Aber ich hoffe, ihr habt in etwa verstanden, was ich euch damit sagen möchte. Das war auch ein etwas trockener Teil des Design-Dokuments, muss ich zugeben, wo dann so Regeln und so ein Kram besprochen werden, wo man sich denkt, so, Regeln. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.